So war Meinst der. du, der ist, das ist der Hearthstone-Spieler, Streamer? Bestimmt. Lass mal gucken, ob Heroes am meisten Viewer hat gerade, dann confirmed, würde ich sagen. Was spiele ich? Na, die haben Sagara, wir kriegen jetzt Xul und Liming. Also Stitches wäre schon recht nice hier. Gai-Tempel. Mein Stitches geht immer. Bloß Das nicht. geht immer, indeed. Ich meine, Muradin und ETC gehen auch immer. Ja. Na, wobei. Ja, es war mir nämlich klar, dass die. Also, was heißt klar, aber, ne. Ich habe mir schon gedacht, dass wenn die beiden Liming und Xul, dass dann Falstad nicht lange offen bleibt und dann ETC mit Sagara dagegen ist immer. Nee. Agree. Chen wäre hier auch eine Möglichkeit, so. Just Kaimana. saying. Nee, nee. Stitch ist es schon okay. Hallo? Na gut, ich habe Channel auf den Account nicht, aber sonst. Die Frage ist besser, was spiele ich denn? Ein Stunner oder ein Burst-Damage-Typen? Boah, haben nicht genug. Dana oder. Neverthrust. Doch. Aber was anderes als Tyrande fällt mir eigentlich nicht ein. Ich möchte eigentlich Tyrande nicht spielen. Nee, ich meinte, ich würde den Random nicht trusten. Achso. Ach komm. Alte Liebe rostet nicht. Ach so. Eigentlich wäre Tyrande hier wunderbar gegangen bei der Combo, die die bisher haben. Ja, aber wenn du den nicht spielen willst. Jaina war so klar. Ich meine, jeder hat einen Helden, den er viel spielt. Und bei mir ist es halt Jaina. Ich meine, wir haben Xul als Follow-up. War nett. Ja, aber weißt du, ist halt, ne? Ist immer direkter Stun in Xul ist halt, macht Xul nur besser. Ja, das stimmt natürlich. Ja. Mit Tyrande countert der doch auch Moshpit. Mann. Ist okay. Habe ich auch nicht wertend aufgefasst. Ist halt einfach nur. Ich mag Jaina einfach. Das ist so. Ein super Held. Kleine Maria hat bei mir noch nicht viel gesagt, aber Wonneliebe ist auf jeden Fall direkt mit dabei. Was da los war, Oh. kennt ihr euch schon länger? Ich weiß nicht. Ich bin einfach. Weiß nicht. Okay. Einfach, entweder man liebt mich oder man hasst mich. Da gibt nichts dazwischen. Rolle 2016. Hallo Kanonenzerk. Boah, das haben wir. Ja, alle Rang 1. Zerstör mal nicht das Bild hier. Was? 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 Bin ich nicht Rang 1? Doch, alle Rang 1. Ich zerstör mal nicht das Bild, habe ich gesagt. Ah, sick. Keine Sorge, keine Sorge. Boah, ich hatte kurz Angst, weil die Valla so ein Chen-Bild hat, dass wir gegen Imba Chen spielen. Rec voll.
glaube ich, schon öfter mit dem gespielt. Wir machen erstmal einen Kill, oder? Brightwing ist aber nicht dabei. Macht nichts, wir töten jemanden. Unten anders. Im Busch, ja. Okay, Flucht, 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 Flucht. Oh, dieser Gara hat gut gefressen, oder? Der Stitch ist auch. Eigentlich sollte der Xul da unten gegen die Sagara Brightwing ist ein bisschen, glaube ich, überfordert mit der guten. Weiß ich nicht. Brightwing ist eigentlich ein ziemlich sicker Laner. Früher mal, ne? Ja, aber sein Q-Damage wurde das sogar noch gebufft. Also ich weiß es tatsächlich einfach nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass er den Hydra einfach vernichtet und dann da auf die Lane schälen kann. Hm, geh mal von hinten ran. Ja, der Falzert ist da. Ja, dann. Du kannst ihn versuchen. Nee, nee, ich hab keinen Cooldown. Aber du kannst hier die Waller holen, die hat richtig Bock. Ja, falls das auch. Achso. Aber Uta kommt. Los! Okay. Oh Mann, ich wollte den Kill so gerne stehlen. Nee, nee! Du kennst deine Pappenheimer, sagst du? Guter Value, den ich da rausgeholt habe aus dem Move. Hi, Red Boss! Auf der Twitch-Startseite. Ich glaube, ich muss öfter nachts streamen. Da habe ich immer gute Chancen. Bevor Camlan anfängt und hier Frank Royal und so Leute, die einfach nachts um 5 streamen. Und nachdem Leute wie Stay weg sind. Kind, was machst du? Bleib doch nicht in dem ganzen Hydra-Damage stehen. 3 Sekunden bis Blizzard. Okay, wo kommt? Ich bleib erstmal einfach nur auf dem Spot stehen. Okay, es ist Works for me. Ja, sollten noch hochgehen. Eigentlich hätte Xul ja auch wunderbar. Ich komm von hinten auf Falzert. Okay, ich komm mit. Die Panik sogar. Bleib doch noch stehen, ey. Ja, was sollte er machen? Auf beiden Seiten zwei miese Gegner. Jawohl, ich muss tatsächlich sagen, ich habe das Gefühl, alle Lektionen wurden ausgezeichnet gelernt. Well deserved. Freut mich doch. Rank 1. Ja, Red Boss, wir haben dich natürlich begrüßt. Das hast du verpasst, aber ansonsten. Obwohl, eigentlich war hier ein schöner Angriff. Ja, wir haben keine spannende Geschichte erzählt, das nun auch wieder nicht. Ja, war nice, Matty Bone. Aber also, ich meine, wir hätten es ja nicht gemacht, wenn ich nicht gedacht hätte, dass das gut funktioniert. Also ich habe ja Elena in Leipzig kennengelernt. Und dachte mir schon, dass die erstens kommen in die Mitte ist und zweitens 2 Sekunden bis Blizzard ihre Arbeit gut machen würde. Schade. Sollte ich ihr aber tatsächlich nochmal zurückmelden, dachte ich mir neulich. Ja, viel Auto gefahren die letzten Tage. Camp ist zu spät, oder? Lass schnell machen. Du und ich zusammen, das könnte klappen.
Nein, lass oben noch kurz gehen. Okay. Ich bin mir nicht sicher. Ben, Gank hier? Ja, ich komme. Ich muss mich zurückziehen. Ich bin tot hier. Ja, ich hab dich da hängen gelassen. Wir hätten uns absprechen müssen, ob wir hinterher gehen oder nicht. Ey, verbreitet doch keine Lügen, Leute. Great Post ist bester Mann. Nomi auch. Also. Du bist da, ne? Ja. Ja, lass versuchen, die Wave zu killen und 10 zu bekommen. Ja. Aber save mal Blizzard, wenn es geht. Ja, mach ich. Scheiße, die sind schon 10. Ich hab einen. Nie Glück. Okay, Goro. Die Safety Maus schon wieder, richtig geil. Ob das der gleiche ist? Stimmt. Rank 1 geht heute sozusagen zu Ende. Rank 1 war das Projekt innerhalb von 4, obwohl der stimmt eigentlich nicht, ne? Doch immer, ja, innerhalb von 4 Wochen mit Wolle Rang 1 zu werden. Und Wolle ist tatsächlich Rang 1 geworden. Deswegen Projekt fertig. Und deswegen feiern wir noch ein bisschen und spielen ein bisschen UOQ zusammen. Weil eigentlich dachte ich, wir spielen die ganze Woche richtig viel zusammen, aber halt irgendwie dicken Winstreak hinlegen. Also ich glaube, als ich dich zuletzt gesehen habe, warst du Rang 7. Ja. Also ging schnell am Ende. Da oben, ich komme zu dir hoch. Mhm. Der sieht mich im Zweifelsfall, aber das klappt ja nicht. Ach, das war diesmal eigentlich ganz smart von jemand anderem. Ja, ziemlich gut gemacht von ihm. Ja, ich habe das zu spät gerafft, dass er smart spielt. Aber ich glaube, er ist einfach hier weggeflogen. Oh, jetzt fliegt er nach oben. Meine Güte, diese Outplays von ihm. Ja, ne? Genius. Dio hat mir einen guten Cheat-Trick hier gezeigt. Ich wusste gar nicht, also. Ja, ich hätte ihn essen sollen, ich Idiot. Tank mal vor, vielleicht kann ich den nochmal essen. Ja, ich glaube, das lassen wir lieber. Nein! Oh, warum hat den denn jetzt nicht gedacht? Die Outplays! Der Falster ist so gut. Scheiße. You don't say. ja, wir sollten oben clearen. Oder nee, wir können eben unser Hard nehmen. Da kurz okay. Treffen. Go top, guys. Oh Gott. Unten ist Y-Party. Ich geh schon mal vor. Nee, oben auf dem Schrein. Das ist ja for free auf jeden Fall. Das ist kein Risiko. Halt viel besser jetzt den Schrein top zu nehmen, weil wir, also lass mal tauschen, weil wir das Hardcamp pushen lassen können und, oh Gott, die gehen ernsthaft fighten. Wow, drei
vor 5. Why? 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 Und die Liming stimmt auch noch, oder? Komm mir mal entgegen, vielleicht. Nope. Aber Vollzeit. Ist das greedy, wenn ich jetzt auf Vollzeit gehe? Nimm mal die Wave mit, dann sind wir mit 16 und gut unterwegs. Und töten zu zweit alle. Der Brightwing kann ja auch gleich porten. Ja, 8 Sekunden bis Blizzard. Okay. Oh, die machen Boss hier. It's a dream. Ich gehe auf den Spot und S ein. Oh, der gefährliche Fallstart, oh Gott! Beschütz mich, Wolle! Danke. Puh. That was close. Da soll doch mal jemand sagen, Gorge ist scheiße. Gorge ist einfach total broken. Ich habe Nuruk auch neulich überzeugt. Ja, ich habe mit Nuruk Duo Q gespielt. Beim letzten Tryout Freitag. Und er hat hart versucht, mich zu Low Elo filtern. Aber der Stitch, das hat immer wieder den ETC gegessen. Nein! Nein, 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 nein! Shit, ich hatte den Hook schon gedrückt, ich verdammter Lappen. Ja, sorry, das war wegen Storytime. Ich gepennt. Boah, das Water Elemental macht alle. Go. Go! Ja, Reset! Ja! Synergy! Ach Gott, ey. Da wollt ihr ein Highlight von? Ja, gar nicht machen. Ich meine. Nein! Soll ich aber das ganze Spiel Highlight machen oder wie? Auf jeden Fall! Nee, aber tatsächlich war Nurok so angetan, dass er das heute nochmal erwähnt hat. Echt? Ja, er meinte, ja, man kann ja ETC gut kontern mit Stitches Scorch. War natürlich. Also, ne, so halb war, aber war lustig. Weil man sah, dass das Spiel in der Erinnerung blieb. Weil es muss natürlich schon sehr spezifisch sein, dass das funktioniert. Ja, ihr müsst solche Reddit-Threads machen. Ich kann das nicht selber machen, dann ist Sellout. Ihr müsst so, wie heißt das nochmal? Dieses Highlight-Tool, was das Google immer macht, wenn ich feede. Ich hucke. Lol. Hä? Die Mauer? Das ist ja bitte. Sagara, von der anderen Seite. Ja, ich sehe schon. Ich hunte hier noch. Folgst du mir gleich? Ja. Ich bin auf dem Weg. Ja, ich hab nichts gekriegt. Ich konnte nichts fangen. Oddshot, genau, ja. Arcane Power, sagst du es auf Jaina Broken auf 20? Ja, Todesbroken musst du unbedingt nehmen. Aber nur wenn du auch Icy Rains hast, sonst ist nur Mittel. Du hast Icy Rains, stimmt. Oh mein Gott. Natürlich! Und wir haben dieses Spiel gewonnen. Also du hast halt einfach nichts daraus gelernt. War halt locker. Aber Rainbow wäre stolz auf dich gewesen. Denk ich. Ist doch nur eine Frage des Positioning. ja, ich glaube, es gab so ein paar gegnerische Helden, die es mir schon relativ schwer machten. Aber ich drück mal hier auf Core, weil. Ja. Kommt mir albern vor hier, die Geschichte. Oh, kommt jetzt Todesbroken more? You jinxed it! Er hatte keine Chance. Falls er nicht, ob der. Mighty Gust into. Nee, der hat ja Hinterland Blast. Achso, Aber Shrink Ray ist nice, Touch.
Oh, come on. Scheiße, er wollte mich nicht drin haben, der Krixer. Gott, ey. Oh, komm schon, Liebling. Do your thing. Ja, blick dich rein. Mili, ja. Balance, Sul und Liebling. Er hat schon wieder getan, der Feistert. Er ja. Hat sie outplayed. Alter Schwede, ist der Feistert gut, Junge. Gott, ey, ich bin so dumm, ne? Ich wollte unbedingt einmal in diesem Spiel noch den EDC beim Tanzen essen, aber der scheiß EDC hat nicht auf mir getanzt, sodass ich reinlaufen musste. Oh. Außerdem hatte doch der Brightwing gesagt, er countert Moshpit, oder? Eigentlich schon, ja. Läuft irgendwie alles nicht so. Naja, gut. Ja, natürlich verfolge ich Korea. Es geht ja darum, wer gegen Mein Sanity spielt oder beziehungsweise ging. Oder war das heute? Ich habe das von heute tatsächlich noch nicht geguckt. War das heute die Liga, die darüber entscheidet, wer gegen Mein Sanity spielt? Ja. Also spielt TNL gegen uns, ne? Hm. Das recht im Kopf. Müsste? Also der zweite, oder? Ja, aber der erste Spot lag doch schon fest, oder? Ja. Und das war jetzt Constellation Bracket, glaube ich. Warte, ich gucke. Ich habe hier die Dingens drin. Ich bin in der Mauer. Okay. Oh, Divine Shield des Todes, ja. Oh! Ich wollte eigentlich die Baller haben, aber die Effekte Divine Shield war broken. Fand ich geil, dass wir ihm nochmal Hoffnung gegeben haben und dann absolute Todesreckening. Oh, der kommt nochmal wieder, der Uther. Vielleicht jetzt so gerade. Oh! Gerade. Da kommt der Dance. Der ist so unauffällig an uns. Ja, ich weiß nicht, ob da der Pre-Hex funktioniert. Aber doch, war brillanter Pre-Hex. Hä? Bobo konnte mich noch nie damit aufziehen, dass dass ich schlecht in StarCraft 2 bin. Ich habe ja immer gegen ihn gewonnen. Boah, heute so. Oh, ich weiß nicht, ob ich das erzählen soll. Das ist eigentlich gemein. Gemein gegenüber Bovo. Mach lieber nicht, der arme Bovo. Es ist lustig auch. Also ich glaube, Bovo wird selber drüber lachen. Also, weil er das verstehen würde. Ich kriege immer weniger Punkte übrigens. Das... Ja, ich auch. Also, wir haben heute über neue Showkonzepte geredet und so weiter. Und da sollen wir halt auch die Praktikanten, kann ich alles so mal ein bisschen erzählen, ne? Wie bei Take TV abläuft. Und neue Showkonzepte. Und dann war dann so, ja... könnte noch mal wieder so Become a Pro und Bovo teacht einen der Praktikanten. Und dann meinte Bovo so, ja, nee, ich teach nur ab Master, weil da drunter, ich krieg einfach Krätze, weil da muss ich denen erklären, wie man ein Orbital baut oder so. Ja? Und dann hatten wir tatsächlich einen Praktikanten, der ist Master und dann wurde er gefragt und dann meinte er so, ja, können wir schon gerne machen, aber jedes Mal, wenn ich gegen Bovo in der Ladder gespielt habe, habe ich gewonnen. Also ich weiß nicht, ob er so viel mir beibringen kann. Rectorino. Never lucky.